Einen wunderschönen guten Tag, geliebte Bratans. Also geliebte Brüder und Schwestern und alles, was dazwischen liegt, natürlich auch. Heute dem Unboxing von Senza und Juris neue Deluxe-Box zu Bratans with Attitude. Okay. Ja, ich habe 59,99 oder 95 gelöhnt auf Amazon, vorgestern bestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe komplett nicht mitbekommen, dass das Album erscheinen wird oder die Box. Also damals, wo hier Mois gesigned wurde und die dieses Feature mit San Diego hatten, da, das Lied habe ich öfter gepumpt, Bratza Brata, aber was danach kam, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen. Oder hat das jemand mitbekommen, dass es kommt? Also, ja, ich bin gespannt, was drin ist. Ja. Link ist in der Beschreibung, gleich unter dem Link zu meinem eigenen Messer. Was ihr hier sehen könnt, das ist ja auch mal nach all den Jahren Zeit, unscharfe Produkte rauszubringen. Wenn man immer Unboxings macht. So, hier. Das ist es. Ein schönes Stück von Burger Plus. Gönnt euch mies, wenn ihr Bock habt. Und ja, dasselbe gilt natürlich für die Box, die verlinkt ist. So. Heute übrigens mal in einer anderen Perspektive, weil die Kamera, mit der ich sonst aufnehme, ich weiß nicht, was mit dem Mic ist. Aber mit der kann ich nur so aufnehmen, dass ich vorne rein spreche. Ich kann nicht von hinten reinsprechen, da geht das mit dem Ton nicht. Ja, egal. Wird in Zukunft aber gefixt und wieder aus der gewohnten Perspektive aufgenommen. Das wäre meine Ausnahme. So, was haben wir hier? Heavy Oversized Album Shirt. 100% Baumwolle, 240 Gramm pro Quadratmeter, Größe L. Konnte man ja auswählen, das ist geil. Sieht man, oder? Ja, doch. Ja, kennt man. Wir haben hier die beiden Interpreten hinten drauf. Von, ja, Titel, Interpret mit den Matroschkas, Bikini Bottom Mafia Presents, Chapter 1, Parental Advisory, Explicit Content, BBM, Bratans, so, das ist es. Heute mal übrigens Grüße an Marvin, falls er hier zuschaut. Alkoholfreies Bier. Mm. Muss auch mal sein. So, ausnahmsweise. Heute mal ganz halal unterwegs. So, Box besteht aus zwei Teilen, ist schön gemacht. Ja, stabiler Bunkerplatz. Ah, das riecht richtig frisch. Okay, wir haben hier einen Inhalt, den ich nicht kenne. Das ist unser Heavy Baumwoll Shirt. Oh, ein Duftbaum. Ne, riecht gar nicht durch die Verpackung. Kann ich jetzt nicht beurteilen, was es für ein Geruch ist. So sieht er aus. Nett. Nicht zu auffällig, das kann man sich halt wirklich ins Auto hängen, wenn man den eins hat. Ich habe keins. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. So, eine Mammut-EP ist am Start. Na gut, muss ich jetzt eigentlich nicht auspacken, ist eine CD drin. Was haben wir da? Senza Juri, der Asiate, Entertainment, Fortune und Gio. Dann ein Feature mit Entertainment, der Asiate, Picasso und Fortune. Vier Songs. Ja, okay. Das ist nice. Ja, die haben es wenigstens nicht nur auf Spotify, die Exclusives rausgehauen, sondern auch hier in der Box auf Platte. Ja, ich fände es da eher gut, wenn es die nicht auf Spotify gibt, sondern nur auf dieser CD. So exklusiv, mexklusiv. Wisst ihr, was ich meine? Man hat auch wirklich als Boxkäufer belohnt. Naja, bin ich letztens schon genug bei Kollegen darauf eingegangen. So, wir haben das Design hier vom Album an sich. Das wirkt ein bisschen düster. Sonst hätte der Drucker keine Farbe mehr. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich vermute mal, die Jacke von Senza ist rot und die von Juri so hellblau oder was auch immer. Egal, welche Farben die hätten, ich würde fast schon sagen, dass das in Farbe besser ausgesehen hätte, oder? Hm. Weiß ich nicht. Warum das so düster ist? Hm. Jo, gibt es noch weitere Features? Nein. Auch interessant. Jedenfalls steht hier kein einziges Feature mit hinten drauf. Ist Bratza Brata überhaupt hier drauf? Nein. Interessant. Interessant. Also nur die beiden haben Collabo-Album gemacht. Okay. Das ist wirklich interessant. Grüße gehen übrigens raus. Die Bras. So. Booklet ist am Start. Das Foto kennen wir schon von vorn. Warum auch immer man das recycelt. Der Mann trägt ja seinen eigenen Merch. Das ist für mich persönlich immer sehr sympathisch. Ja. Aber wer das sieht, hat es ja sowieso schon gekauft. Die Matroschkas nochmal.
Barrespiez. Massive Credits ging an Barrespiez raus, auf jeden Fall. Ja, ich finde den düsteren Schwarz-Weiß-Look, weiß ich nicht. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum sich dafür entschieden wurde. Aber okay. So ist es halt. Was haben wir hier? Zwei Pösterle. Rückseiten unbedruckt. Ah, also mit dem Hellblau der Jacke war ich ja schon mal richtig. Aber dass die andere orange ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Aber versteht ihr jetzt, was ich meine? Das als Cover ist doch viel geiler. Kann man natürlich anders sehen, keine Frage. So dieser graue Block im Hintergrund und dann die Jungs in Farbe. Warum hat man denn das nicht auf dem Albumcover so gemacht? Genau, exakt das dachte ich mir. Zwar ein bisschen dabei daneben gelegen bei einer Farbe, aber das ist genauso mein Gedankengang gewesen. Finde ich persönlich schöner. So. Und dann haben wir hier nochmal das Box-Logo sozusagen, also das Box-Design als das zweite Poster. Finde ich gut, die beiden Poster, auch mit den verschiedenen Motiven. Und dass es nicht auf einem Poster beide Seiten bedruckt sind, sondern zwei Poster mit jeweils einer sinnvoll nutzbaren Seite. Schön. Süß. Ja, was haben wir hier? Matroschkas als Sticker. Das A6, wenn ich raten muss vom Format. Nochmal die hier. Und das Boxdesign und nochmal BBM, Bikini Bottom Mafia als Sticker. Vier schöne große Sticker in sehr guter Druckqualität. Das sind schöne Dinger, schöne Foliensticker, die sind auch teuer. Nice. Viele Rapper in ihren Boxen machen so richtig dünne Sticker, kleine Sticker, billige Sticker, Papierdinger. Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Ah, wir haben sowieso eine Matroschka. Das ist keine Premiere bei Capital Bra. Ich glaube in der Bliat-Box, wenn ich nicht irre. Die steht nämlich da oben. Auch schon mal eine Matroschka drin. Okay, sieht sogar aus wie Kapi. So, so sieht das gute Stück aus. BBM steht unten drin. Okay, machen wir die mal auf. Oh! Oh! Oh, RIP an alle Kopfhörerbenutzer. Das ist so furchtbar, das Geräusch bei Matroschkas. Hier kann man das Bunkelblatt verwenden. Oder was auch immer man darin aufbewahren möchte. Wir bleiben heute aber bitte halal. So. Naja. Ich dachte, da kommen jetzt ein paar andere kleine raus und da stehen ja so drei Figuren nebeneinander, aber das ist halt sozusagen ein Bunkerplatz oder. Finde ich aber sehr nice. Also ganz im Ernst, das finde ich einen coolen Inhalt. Das ist was anderes. Nicht so ein Plastikmiss. Das hat einfach was. Ja. Feier. So. Ja, das hat echt eine gute Quali. Das ist ein schöner Stoff. Ja, so was ähnliches bringen wir auch momentan raus. Da könnte wirklich der Bruder sein, dieses Shirts, was wir machen zum Stoff her. Nice. Riecht auch nicht chemisch oder so. Im Nacken steht so BBM. Bratans with Attitude. Also Bratans with Attitude. Bevor sich wieder erinnert, mein Akzent und meine Aussprache aufregt. Ja, Box-Design sozusagen vorne drauf und auf dem Arm die 14. So. Probiere ich es mal an. Ich bin 1,85 Meter, 1,86 Meter und wiege so 86, 87 Kilo. Schwankt immer etwas. Könnt ihr euch gleich mal anschauen, wie die Größe L an mir aussieht. Und zwar so. Ja. Ah, in dem Shirt sehe ich richtig dünn aus, oder? Keine Ahnung, kommt mir irgendwie so vor, als würde mich das richtig, richtig dünn aussehen lassen. Also reden wir sehr praktisch für Leute, die ein bisschen dünner aussehen wollen. Ja. Der Schnitt ist mystisch, nicht so klassisch fallendes Oversize. Weiß ich nicht. Also ich finde das Design an sich cool, aber irgendwie sehe ich darin aus wie so ein absoluter Endlauch. Ja, meinetwegen bin ich das auch. Ich muss mal kurz im Spiegel angucken, das kann doch nicht sein. Alter, der Schnitt fickt ja komplett meinen Körper. Das ist ja grausam, weil ich sehe aus, als würde ich 70 Kilo wiegen. Mann. Ne, Alter.
Aber an sich ist das T-Shirt auf jeden Fall cool, aber hier hätte mir fast schon eine M gereicht. Also das ist eher so XL, würde ich sagen. Aber je nachdem, wie man das möchte. Also so sehe ich halt normal aus und jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß nicht... Also das könnte man durchaus, wenn man jetzt eher dünn ist, eine Größe kleiner kaufen als angegeben. Gut, das war's aber auch schon von mir. Ich muss sagen, wenn man diese Inhalte möchte und damit was anfangen kann, ist das auf jeden Fall eine coole Box. Naja, die hätte auch durchaus ein Fuffi kosten können und die 60 Euro. Aber ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nochmal die kurze Zusammenfassung. 2 Poster, Album, Mammut EP, Duftbaum, die Matroschka, Box an sich, 4 Sticker und das Shirt. Danke fürs Anschauen, wir sehen uns zeitnah wieder. Euer Max Juriberg. Und ich hoffe, die Kommentare sind voll mit Es ist Juri.